Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Man muss sich vergegenwärtigen, worüber wir heute tatsächlich hier reden. Wir reden über die Arbeit und den Artikel eines deutschen Journalisten. So etwas kennen wir eigentlich sonst nur aus autoritären Ländern. Der Deutsche Bundestag hingegen benotet nicht die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine oberste Zensurbehörde, Parlament. Das gibt es in den Ländern, die Sie bewundern. Deutschland gehört da nicht dazu. Bei uns in Deutschland, in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, gibt es keine Gleichschaltung, von der Sie nachts träumen. Bei uns gibt es Pressefreiheit, ein Wort, das in Ihrem Wortschatz ganz offensichtlich nicht vorhanden ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und diese Pressefreiheit, die werden wir Ihnen gegenüber genauso verteidigen wie Ihren Genossen gegenüber, die in der Türkei Deniz Yücel ein Jahr seines Lebens geklaut haben. Wir sind froh, dass Deniz Yücel frei ist. Und ich will das mal sagen, dass hier auch kein Missverständnis entsteht. Genauso froh wären wir, wenn er Gustav Müller oder sonst wie heißen würde, weil jeder Bürger dieses Landes es verdient hat, dass dieses Land sich für ihn einsetzt. Das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Jeder weiß es außer Ihnen. Und wir alle, der demokratische Teil dieses Hauses, setzt sich auch dafür ein, dass die anderen Journalisten, die ebenfalls in Haft sind, aber keinen deutschen Pass haben, es genauso verdient haben, freigelassen werden, weil Journalismus ist kein Verbrechen, sehr geehrte Damen und Herren. Aber zur Wahrheit gehört leider auch, das Land hat sich in dem einen Jahr, in dem Deniz Yücel im Gefängnis war, dramatisch verändert, und davon zeugt diese Debatte. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren. Und diese Damen und Herren hier, und diese Damen und Herren hier, und diese Damen und Herren hier, ich habe das Mikrofon, Gott sei Dank können Sie es mir nicht abstellen. Ich weiß, von dem Regime, in dem Sie träumen, könnte man das Mikrofon abstellen. Aber das kann man hier Gott sei Dank nicht. Und Sie werden es nicht schaffen, glauben Sie es mir. Sie wollen bestimmen, wer Deutsche ist, wer nicht. Das heißt, wie kann jemand, der Deutschland, der unsere gemeinsame Heimat so verachtet, wie Sie es tun, darüber bestimmen, wer Deutsche ist und wer nicht Deutsche ist? Ich sage Ihnen eins, wenn Sie darüber bestimmen würden, das wäre ungefähr so, wie wenn man Rassisten das Ausstiegstelefon für Neonazis geben würde. Das wäre ungefähr so, wenn Sie darüber bestimmen würden, wer Deutsche ist und wer nicht Deutsche ist. Übrigens, wenn Sie die Nummer des Ausstiegstelefons für Neonazis brauchen, ich habe sie Ihnen, ich kann sie Ihnen gern zur Verfügung stellen. Kollege Özdemir. Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Sie alle, wie Sie da sitzen von der AfD, wenn Sie ehrlich sind, dann würden Sie zugeben, dass Sie dieses Land verachten. Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet wird und respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere Erinnerungskultur, auf die ich stolz bin als Bürger dieses Landes. Dazu gehört die Vielfalt in diesem Land, auf die ich genauso stolz bin. Dazu gehören Bayern, Schwaben, und dazu gehören aber auch Menschen, deren Vorfahren aus Russland kommen. Und dazu gehören Menschen, deren Vorfahren aus Anatolien kommen und jetzt genauso stolz drauf sind, Bürger dieses Landes zu sein. Und dazu gehört, das muss ich schon mal sagen, denn da fühle ich mich auch als Fußballfan persönlich angesprochen, dazu gehört unsere großartige Nationalmannschaft. Wenn Sie ehrlich sind, drücken Sie doch den Russen die Daumen und nicht unserer deutschen Nationalmannschaft. Gehen Sie es doch zu! Dieses Hohe Haus verachten Sie genauso, wie Sie die Werte der Aufklärung verachten. Sie sind aus demselben faulen Holz geschnitzt wie diejenigen, die Deniz Yücel verhaften lassen haben. Sie sind aus demselben faulen Haus geschnitzt wie Erdogan, der Deniz Yücel ein Jahr seines Lebens verhaftet hat. Ich sag's mal in einem Satz. Die AKP in Deutschland, die hat einen Ableger. Sie heißt AfD und sie sitzt hier, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, Sie hatten ja vor kurzem einen politischen Aschermittwoch. Mich hat es eher an eine Rede im Sportpalast erinnert, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich will Ihnen zurufen,
Unser Deutschland, dieses Deutschland ist stärker, als es Ihr Hass jemals sein wird. Ihr tobender Mob wollte mich ja am Aschermittwoch abschieben. Es geht leichter, als Sie sich das vorstellen. Am kommenden Samstag bin ich wieder in meiner Heimat. Ich fliege nach Stuttgart, dann nehme ich die S-Bahn und ich lande am Endbahnhof Bad Urach. Da ist meine schwäbische Heimat und die lasse ich mir von Ihnen nicht kaputt machen.